Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist der 21. Oktober 2024 und ich freue mich sehr, dass Sie in so großer Zahl unserer Einladung gefolgt sind und am heutigen Workshop teilnehmen. Gleichzeitig begrüße ich vorausschauend diejenigen, die jetzt nicht live dabei sein können, sondern in der Aufzeichnung sich das anschauen, anhören. Und es hat sich längst herumgesprochen, dass man auch in der Aufzeichnung noch Fragen stellen kann, die wir Ihnen gern beantworten. Und Sie können natürlich in der Aufzeichnung auch wie bisher die Downloads vornehmen, die wir Ihnen anbieten. Es würde mich interessieren, ob ich akustisch und optisch gut zu vernehmen bin. Bitte gibt mir jemand eine Rückmeldung. Und ich will gleich die Zeit auch nutzen, mich schon bei meiner Frau Renate und Tochter Claudia zu bedanken. Denn wie immer, dankenswerterweise, wie immer, helfen Sie mir im Hintergrund, Ihre Fragen aufzubereiten, die Sie im Chat stellen, damit ich es dann leichter habe, diese im Anschluss an meinen kurzen Vortrag zu beantworten. Und ich lese, Video und Ton sind sehr gut. Vielen lieben Dank. Und dann lassen Sie uns beginnen. Ehe ich das tue, dass ich es ja nicht vergesse, gebe ich Ihnen gleich die heutigen PDFs oder das heutige PDF zum Download. Sie haben dort die Möglichkeit, die wesentlichen Aussagen meines Vortrags in PDF-Folien nachzulesen, nachzuarbeiten und es sind auch funktionierende Links darin. Beginnen wir mit der Präsentation. Heute am 21. Oktober haben wir wieder ein besonderes Thema für Sie, aber ehe wir damit beginnen, folgender wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Heute haben wir uns ein spezielles Thema vorgenommen und ich hoffe, dass ich damit auf Interesse bei Ihnen stoße. Wir wollen über Mitochondrien sprechen und keine Angst, wir können dieses riesengroße Thema natürlich nicht in der kurzen Zeit, die mir hier zur Verfügung steht, abhandeln. Deshalb habe ich eine spezielle Betrachtung mir vorgenommen. Mitochondrien sind faszinierende Strukturen in unseren Zellen, oft als die Kraftwerke der Zellen bezeichnet. Ihre Hauptaufgabe besteht in der Produktion von Energie in Form von Adenosintriphosphonat, abgekürzt ATP, das für zahlreiche zelluläre Prozesse unerlässlich ist. Diese Energiegewinnung erfolgt durch die Umwandlung von Nährstoffen über die sogenannte Zellatmung, bei der Sauerstoff eine entscheidende Rolle spielt. Die Anzahl der Mitochondrien variiert je nach Zelltyp und Energiebedarf. In stark beanspruchten Zellen wie Muskelzellen findet man oft Hunderte bis Tausende von Mitochondrien. Sie besitzen eine charakteristische ovale oder bohnenförmige Gestalt und sind von einer Doppelmembran umgeben. Diese Struktur ermöglicht ihnen eine effiziente Energieproduktion. Einige Theorien, die über den klassischen Lehrstoff hinausgehen, besagen, dass Mitochondrien zusätzlich Raumenergie aufnehmen und dadurch mehr Energie bereitstellen können. Diese Hypothese ist jedoch nicht allgemein anerkannt und wird hauptsächlich in alternativen Wissenschaftskreisen diskutiert. Neben der Energieproduktion haben Mitochondrien noch weitere wichtige Funktionen. Sie spielen eine Rolle bei der Regulation des Zellstoffwechsels, der Kontrolle des Zellzyklus und des programmierten Zelltods, Apoptose. Zudem sind sie an der Synthese bestimmter Moleküle beteiligt, die für die Zellfunktion wichtig sind. Ein weiteres interessantes Merkmal der Mitochondrien
ist ihre eigene DNA. Die mitochondriale DNA, abgekürzt mtDNA. Diese DNA ist ein Überbleibsel ihrer evolutionären Vergangenheit, da Mitochondrien ursprünglich eigenständige Prokaryoten waren, die im Laufe der Evolution von Eukaryoten Zellen aufgenommen wurden. Die mtDNA ermöglicht es, ihnen einige ihrer eigenen Proteine zu synthetisieren, was ihre Rolle als semi-autonome Organzellen unterstreicht. Insgesamt sind Mitochondrien unverzichtbare Bestandteile unserer Zellen, die weit mehr tun, als nur Energie zu produzieren. Sie sind zentrale Akteure in vielen lebenswichtigen Prozessen und ihre faszinierende Evolution und Funktionalität machen sie zu einem interessanten Forschungsgebiet. Aus dieser einleitenden Beschreibung ergibt sich die Hypothese, dass gestörte Mitochondrien eng mit Krankheiten in Verbindung stehen. Wer über die heute vermittelten speziellen Informationen hinausgehend sein Wissen erweitern möchte, dem gebe ich die hier eingeblendeten Literaturhinweise. Es geht also um das Buch Mitochondrien, Symptome, Diagnose und Therapie von Dr. Kuklinski. Wer sich hier das PDF herunterlädt, kann durch Klick auf diesen Link gleich sich das Buch bei Amazon ansehen. Das sieht übrigens so aus. Das Buch von Dr. Kuklinski ist eine wahre Fundgrube. Sie finden darin ein Beispiel eines Mannes, der einen Auffahrunfall erlitten hat. Er war sehr eingeschränkt in seiner Mobilität infolge des Unfalls. Bald kamen Persönlichkeitsveränderungen hinzu, starke Persönlichkeitsveränderungen. Er konnte seine Frau nicht einmal mehr identifizieren. Alles ähnlich bei ihm wie bei einer Demenzerkrankung. Die Ehefrau des Patienten erwirkte eine Untersuchung an einer Uniklinik, die zum Ergebnis hatte, dass der Patient an der gefährlichen Creutzfeldt-Jakob-Erkrankung litt. Nur wenige Monate wurden als Lebenserwartung bescheinigt. Da die Ehefrau des Patienten mit dieser Aussage unzufrieden war und sie nicht akzeptieren wollte, holte sie sich beim Autor des dargestellten Buches, also von Dr. Bodo Kuklinski, eine Zweitmeinung ein. Dieser setzte unter ärztlicher Kontrolle alle Medikamente ab und gab klare Verordnungen zu Nahrungsergänzungen an. Die Nahrungsergänzungen reparierten die Mitochondrien in kurzer Zeit. Nach wenigen Wochen erreichte dieses Vorgehen die vollständige Genesung des Patienten und er konnte wieder in seinen Beruf zurückkehren. Ein für mich krasses Beispiel, wie sich gestörte Mitochondrien als Ursache von Erkrankungen auswirken können und wie die Reparatur der Mitochondrien durch Gabe von Mikronährstoffen zur Heilung führen können. Wie bereits erwähnt, das Buch ist eine Fundgrube für Wissenserwerb auf dem Gebiet der Mitochondrien. Nun weiter zu unserem speziellen Beitrag zu Mitochondrien in Verbindung zu Erkrankungen. Kürzlich haben Wissenschaftler festgestellt, dass gestörte Mitochondrien sogar Krankheiten auslösen können. Das wurde am Beispiel der Darmerkrankung Morbus Crohn bei Mäusen durch Wissenschaftler der TU München erforscht. Vorab kann ich schon jetzt mitteilen, dass diese bei Mäusen erbrachten Erkenntnisse auf Menschen übertragen werden können. Was hat man genau festgestellt? Störungen in Mitochondrien haben einen fundamentalen Einfluss auf Morbus Crohn. Das haben jetzt erstmals Forschende der Technischen Universität München nachgewiesen. Sie konnten zeigen, dass defekte Mitochondrien bei Mäusen Symptome chronisch entzündlicher Darmerkrankungen auslösen und das Mikrobiom beeinflussen.
Morbus Crohn ist eine chronische Erkrankung, die den Verdauungstrakt betrifft und für Betroffene oft sehr belastend ist. Zu den häufigsten Symptomen gehören anhaltender Durchfall, Bauchschmerzen und Fieber. Diese Beschwerden können das tägliche Leben stark beeinträchtigen. Die genaue Ursache von Morbus Crohn ist bis heute nicht vollständig verstanden. Wissenschaftler wissen jedoch, dass das Mikrobiom im Darm, also die Gemeinschaft von Mikroben, die dort leben, bei Menschen mit dieser Erkrankung verändert sein kann. Diese Veränderungen im Mikrobiom können eine wichtige Rolle spielen. Einige Forscher vermuten, dass die Störung der Mitochondrien der Auslöser für die Entzündungserkrankungen sein könnten. Die Forschung in diesem Bereich ist noch im Gange mit dem Ziel, bessere Behandlungsmöglichkeiten zu finden. Ein Team um Professor Dirk Haller der Technischen Universität München hat sich auf die Suche nach dem Grund für die Veränderungen des Mikrobioms gemacht und das Zusammenspiel von Mikrobiom, Darmepithel und Mitochondrien untersucht. Das Darmepithel ist die Zellschicht, die das Innere des Darms auskleidet, Nährstoffe aufnimmt und Krankheitserreger abwehrt. Sie sehen hier im Bild, in dieser fotografischen Aufnahme des Darms, rot gekennzeichnet die entzündlichen Stellen, wenn das Mikrobiom gestört ist, verursacht durch veränderte Mitochondrien. Die Wissenschaftler verfolgten die Hypothese, dass Mitochondrien nicht ausschließlich als Kraftwerke der Zellen dienen, sondern auch mit dem Mikrobiom interagieren. Zudem hatte vorangegangene Forschung gezeigt, dass das Darmepithel von Patienten mit chronischer Darmentzündung gewisse Stressmarker aufweist, die darauf hindeuten, dass die Mitochondrien nicht ordnungsgemäß arbeiten. Es ließen sich Gewebeschädigungen im Darmepithel nachweisen, wie bei Morbus Crohn-Patienten. Zudem zeigten sich Genaktivierungen, die für manche Stadien der Krankheit typisch sind. Außerdem und für die Fragestellung des Teams wesentlich, reagierte das Mikrobiom auf die gestörten Mitochondrien, indem es seine Zusammensetzung änderte. Professor Haller und sein Team konnten erstmals nachweisen, dass Störungen in den Mitochondrien ursächlich an Gewebeschäden im Darm beteiligt sind und darüber hinaus erkrankungsrelevante Änderungen im Mikrobiom auslösen. Während die Münchner Wissenschaftler in ihrer Veröffentlichung den hoffnungsvollen Ausblick auf neu zu entwickelnde Medikamente zur Reparatur der Mitochondrien geben, haben Agelkehr-Anwender schon jetzt medikamentenfreie Möglichkeiten zur Reparatur der Mitochondrien. Die Empfehlungen lauten WEI 63, ich wiederhole den Quellencode-Index, WEI 63 und die Anwendung heißt schwache Atmungskette Mitochondrien. Dann WEI 64, ich wiederhole, W. Wilhelm, E. wie Emil, I. wie Ida, 6-4 und die Anwendung heißt mitochondriale Myopathie. Die nächste Anwendung, die wir empfehlen, heißt WEI 6-5. Ich wiederhole den Quellencode-Index W. wie Wilhelm, E. wie Emil, I. wie Ida, 6-5, mitochondrialen Erkrankungen. Und U214. Ich wiederhole, U214, Hypoxie, das sind die Empfehlungen, die wir geben und mit denen heute schon, im Gegensatz zu denen, die auf Medikamente warten und mit den Medikamentenaufnahme sicherlich sind verbunden, Gefahren zu unerwünschten Nebenwirkungen. Mit diesen kann man also heute schon arbeiten, wenn man auf diese Fragestellung eingehen möchte, die ich heute vorgestellt habe. Zusammenfassung. Neueste Forschungen zeigen den ursächlichen Zusammenhang
zwischen gestörten mitochondriellen und Darmerkrankungen. Ich möchte nochmal betonen, den ursächlichen Zusammenhang. Während die medizinische Forschung auf noch zu erstellende Medikamente hofft, sind Anwender mit Aglycare heute schon medikamentenfrei in der Lage, mittels dafür vorgesehener Anwendungen die Reparatur der Mitochondrien zu testen. Hier endet mein Vortrag zu dieser Problematik und diesem Thema Mitochondrien eine besondere Betrachtung. Sie sehen hier in dieser nächsten Folie, wie man mit uns, der Dr. Ulrich Medizintechnik, kommunizieren kann. Wir denken, dass die Kommunikation wichtig ist und dass die von unserer Seite gegebene Beratung einen wesentlichen Beitrag dazu liefert, Ihnen schnellstens und effektiv wieder bessere Lebensqualität zu bieten, indem wir mit unseren Hinweisen dafür sorgen, dass Sie ausreichend die entsprechenden störenden Mikroorganismen eliminieren können. Da gibt es auf der Seite ulrich-mtc.de/support, Sie sehen es in dem oberen Bereich, die Möglichkeit, am Ticketsystem, Live-Chat oder im Forum teilzunehmen. Sie können immer eine E-Mail schreiben an die eingeblendete E-Mail-Adresse und wir beantworten diese in unserem Ticketsystem. Dann haben Sie von Montag bis Freitag zwischen 9 und 10 Uhr die Möglichkeit, die eingeblendete Telefonnummer und bitte nur diese anzurufen. Es reicht völlig aus, es einmal klingeln zu lassen. Sie bekommen garantiert einen Rückruf. Wir können nicht unmittelbar den Anruf annehmen, weil wir doch meistens da im Gespräch sind und jemand anders schon beraten. Dann gibt es den kostenlosen Newsletter, den Sie beziehen können über unsere Homepage ulrich-mtc.de. Sie haben den Workshop hier und es gibt den Workshop der Aufzeichnung und letzten Endes wird auch der Vortrag eines jeden Workshops mittlerweile auf unserer Homepage abgebildet. Und ganz unten im unteren Teil sehen Sie nochmal den Hinweis auf unsere Wissensbasis AgileSmart. Dort können Sie im Abonnement, was Sie im ersten Monat nur 1 Euro kostet, schon voll auf die recht große Wissensbasis zugreifen. Sie beschäftigt sich immer mit der Problematik Leben ohne Krankheit. Und wenn Ihnen das gefällt, wenn Sie dort wichtige Informationen zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität aufnehmen können, und ich denke, das ist bei den vielen Angeboten, die wir da haben, sind auch Kurse dabei möglich, dann könnten Sie auch für 7 Euro pro Monat dabei bleiben. Aber Sie können in jedem Falle, entweder im ersten Monat schon, aber auch später, fristlos stornieren, wenn Sie mögen. Die Anmeldung ist möglich für diejenigen, die noch nicht dabei sind, über diesen Link rechts unten, der da lautet, hier anmelden. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir Rückmeldungen bekommen, dass mittels Aglycare wesentliche Fortschritte gemacht wurden, um Lebensqualität zu verbessern. Und Sie, meine Damen und Herren, denen es auch so geht, Sie freuen sich auch und meistens besteht der Wunsch, das anderen auch noch mitzuteilen, anderen aus Ihrer Nähe, Freunden, Bekannten, Kollegen, auch das zu ermöglichen, die Lebensqualität zu verbessern. Denn mit Aglycare ist es möglich und mit den über 3000 Anwendungen findet man garantiert seine Problematik. Und wenn Sie das also dann Ihren Nächsten empfehlen wollen, dann tun Sie das bitte. Tun Sie das nach dieser 1, 2, 3 Schrittfolge und dann freut sich nicht nur der neue Käufer, sondern es freut sich auch der Empfehlungsgeber, also Sie freuen sich, denn Sie haben etwas Gutes getan. Wir freuen uns über einen neuen Anwender und Sie können sich auch zusätzlich freuen über unsere Überweisung der Provision in Höhe von 150 Euro, wenn es wirklich zum Kauf in unserem Shop gekommen ist. Den Link zu unserem Shop habe ich hier auch eingeblendet. Wir freuen uns immer sehr, wenn die Gemeinschaft der Anwender von Aglycare sich vergrößert, denn es tut sich dann doch Gewaltiges zur Verbesserung der Lebensqualität. Und wir stehen jedem zur Verfügung mit unserer Beratung, so wie ich das in dem vorhergehenden Lichtbild gezeigt habe.
Ich bedanke mich hier an der Stelle schon ganz herzlich für das Engagement derjenigen, die diesen Weg gehen und damit auch, na, ich möchte mal sagen, dreifach Freude erzeugen. So, und nun ist es soweit, dass wir Ihre Fragen beantworten können.